Die ersten Symptome bei Morbus Bechterew treten am Darmkreuzbeingelenk auf. Betroffen sind sowohl Sehnenansatz als auch Gelenkkapsel der kleinen Wirbelgelenke. An den Bändern der Wirbelsäule lagert sich Kalk ein, das führt zur Bildung von Knochenspangen, die benachbarte Wirbel überbrücken. Die Wirbelsäule versteift und wird krumm, wenn die Erkrankung nicht rechtzeitig behandelt wird.